Hallo meine Lieben, es ist soweit. Jetzt habe ich endlich Zeit, dass ich da genauer in diese Schachteln reinschaue. Ich bin wirklich schon aufgeregt, weil ich habe es noch nicht einmal aufgepackt. Das eine schon, das habe ich schon einmal offen gehabt. Da schauen wir gleich einmal rein. Was haben wir denn da? Also das ist jetzt einmal das Set, das Seaside Set mit 30 halben Sticks. Da ist einmal dabei ein kleines Prospekt, was Sennelier alles so im Produktportfolio drinnen hat. Da sind einige Sachen dabei, das kann man sich dann in Ruhe anschauen. Aber mich interessiert natürlich jetzt das, was da drinnen ist. Und da haben wir mal... Ah, okay, da ist so ein kleines Blatt mit Sennelier-Card, Bastel-Card. Dann haben wir hier genau auch die Beschreibung vom Bastel-Card, die Papiere, die man verwenden kann, dann das Engrais-Papier für Pastellpapiere, Fixative, ist genau beschrieben, was man zu den Kreiden für Produkte noch dazu nehmen kann. Sehr geschickt. Dann haben wir da noch eine Karte. Ich glaube, die werden wir dann ausfüllen, weil das ist nämlich eine Farbkarte, die man sich selber anlegen kann. Und da sind sie nun schön gesichert unter einem Schaumstoff. Schaut euch das an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Ich mache aber vorher noch die anderen Kisten auf, weil ich bin ja neugierig. Das ist ja nicht so. Jetzt werden wir das Ganze da wieder zumachen. Und einmal beiseite stellen und dann machen wir... So. Mal die da, stellen wir mal die Seite. Machen wir mal die kleine auf. Das sind 40 mit... halben Sticks. Brauche ich ein Messer. Ohne meine Messer geht da nichts. Wunderbar. Messer wieder weg. So. Schauen wir mal, was wir alles da drinnen haben. Wie gesagt, das sind jetzt die Softpastellkreiden, 40 halbe Sticks im Sortiment für Porträtmalerei. Da haben wir auch wieder deine Abdeckung. Dann haben wir hier ein größeres Prospekt. Mit einer Produktübersicht über das Angebot von Sennelier. Sehr schön. Dann haben wir hier wieder, was für Möglichkeiten als Zubehör es gibt, vom Papier angefangen über Fixative. Sehr schön. Wieder ein Stück Bastelcard. Wunderschön. Sehr schön. Was ich hier vermisse, ist dieses Blatt, wo man die Farben eintragen kann. Wo habe ich es übersehen? Weiß ich jetzt nicht. Gesehen habe ich es jetzt nicht. Guck. Nein, das ist auch nicht drinnen. Na gut. Müssen wir es halt selber machen. Sehr schön. Das ist einmal die eine. Dann habe ich noch die große. Die große. Da muss ich jetzt auch wieder das Messer auspacken. Und zwar ist das in dem Fall wieder ein bisschen eine andere Schachtel. Und Messer weg. Und in dem Fall haben wir jetzt 80 halbe Sticks in wunderschöner Farbe. Da bin ich jetzt wirklich schon gespannt.
Ist die schön. Wundervoll. Das ist diesmal eine bisschen festere Schachtel, nicht zum Schieben, sondern eine Kartonschachtel. Wieder mit dem gleichen Prospekt, das in der anderen Schachtel auch drin war, mit dem Sortimentübersicht. Wieder mit der Übersicht an Zusatzprodukten mit verschiedenen Papierarten, die man verwenden kann für die Softpastellkreiden mit Fixativen. Wieder ein Stückchen Pastellkart. Kommst du raus da? Ja. Und tata. Oh, sind die schön. Sind die schön. Wunderschön. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal, weil es schneller geht, eine von den kleineren Sets an. Die Farbauswahl da drinnen ist phänomenal schön. Freue ich mich wirklich schon, eine Zeichnung dann dazu zu machen. Aber jetzt holen wir uns mal die kleine Box, die ich da ähnlich ganz weggepackt habe. So. Da sind wir wieder bei dem Pastellkart. Wobei ich sagen muss, ich habe mir extra jetzt für den Test ein Stückchen vom Pastellkart runtergeschnitten, von dem einen Bogen, damit man sich das besser anschauen kann. Da lassen wir mal das Kleine. Das haben wir uns eh schon angeschaut. Und jetzt gehen wir zu den Farben mal. Sehr schön. Gut. Was haben wir denn da? Das Einzige, was ich noch nicht gesehen habe, ist eine Auflistung. Da ist sie. Die Farbnummern habe ich hier zwar. Ich kann euch aber im Augenblick noch nicht sagen, was das genau für Farben sind. Schauen wir mal kurz noch in dem Zusatzprospekt. Aber ich glaube, ich habe da keine Farbkarte gesehen. Nein. Nein. Nein, keine Farbkarte dabei. Schade. Gut, schaffen wir auch so. Ich habe extra, damit ihr das gut beobachten könnt, noch mein Handy dazu installiert, damit ich Nahaufnahmen machen kann. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich denke schon. Wenn wir das vielleicht ein bisschen umbauen. Na, du musst umbauen. Schauen wir mal, vielleicht geht's so. Nehmen wir mal die erste Farbe. Was habe ich denn da? So ein Weiß. Sehr bröselig. Mal schauen wir uns das mal an. Jetzt habe ich es. Sehr weich. Sehr, sehr weich. Man sieht es auch an den Fingern. Das Papier ist sehr sandig, haftet aber dadurch die Kreide sehr gut. Ist jetzt das gescheit. Dann haben wir die nächste Farbe. Das ist ein sehr helles Creme. Auch genauso weich wie der weiße Stick. Ich tue kurz mein Mikrofasertuch, weil das wird jetzt aber viel. Schauen wir mal. Es verreibt sich auf dem Papier natürlich sehr schön. Und es haftet gut. Ist ja interessanter, wenn man mit dunklen Farben dann drüber geht. Köcher, da Köcher. Und schauen wir, da gibt es ein sehr, sehr schönes Gelb, sehr sattes Gelb. Offensichtlich, man verbraucht das relativ rasch, weil ich habe da. Aber man wird sehen, wie sich dann im Arbeiten ausschaut, aber schaut schön aus. Und auf Farbe.
schöne Farbe. Da habe ich jetzt etwas Orange, Aprikot, hätte ich gesagt. Wie gesagt, leider sind die Farben da nicht genau beschrieben, aber ich werde euch dann, wenn ich das Video mache, unten dann einblenden, wenn ich es rausgesucht habe. Das seht ihr dann eh. Sehr schön satt. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu einer Farbe, die natürlich für mich interessant ist. Das ist so ein Dunkelorange. Sehr schön. Erst muss man sagen, also die in der Verpackung, die Farben, also die Sticks, ist keiner gebrochen. Sehr schön. Interessant ist auch, wie gut sich das verreiben lässt auf dem Papier. Nachdem ich mit dem noch nie gearbeitet habe, wird das eine sehr spannende Sache. Das ist ein schönes Rot, schaut sich das an. Ganz ein feuriges. Mal schauen, dass ich da. Wow. Das ist ein Rot. Mondblume pur. Sehr fisch. Dann haben wir da dunkleres. Auch sehr schön. Wunderbar. Das schaut gut aus. Aber jo, pures Pigment. Jo. Da werde ich mir überlegen, ob ich Handschuhe anziehe. Das ist ein schönes Rotbraun. Also eins muss man sagen, von der Pigmentdichte her enorm gut. Also da tragt man fast pures Pigment auf. Sehr satt, sehr schön. Muss man eher aufpassen, dass man nicht zu viel drauf kriegt am Papier. Weil ich weiß nicht, und ich kann noch nicht abschätzen, wie schnell das Papier gesättigt ist. Das ist ein Fuchsia. Auch eine schöne Farbe. Also für Blumen und dergleichen. Da kann man schon schöne Blüten machen, das ist ein bisschen ein hellerer Ton. Interessant ist dann auch die Mischbarkeit und wie man es überlagern kann. Aber das werden wir uns dann gleich anschauen. So, dann haben wir da. Gehen wir vielleicht darüber. So. Und da weiter in der Reihe. Das ist ein sehr schönes, ich sag Aprikot, es ist so Lachs passt besser. Dann gibt es das noch in rötlicher, mehr in rosa. Das Papier ist relativ rau, also sandiger und rauer ist das, was ich normalerweise gewohnt bin. Nimmt dadurch natürlich das Pigment sehr schön auf. Aber interessant ist das dann, wenn man es dann verarbeitet. Das werden wir dann sehen, wenn ich das die Zeichnung mache. Es wird ein Tier werden, also das kann ich euch gleich sagen. Ich weiß es aber noch nicht, ob das ein Hund wird, ein Pferd wird, eine Katze wird, das weiß ich noch nicht. Aber das ist ein schönes Grau. Schauen wir mal. Psst. Das ist fein. Schöne Farbe. Und da sind wir jetzt bei den Blautönern. Da habe ich nicht aufgepasst, wo ich da herumfuhrwerke. Ach so.
blau. Also wenn man bei Wasser oder Spiegelungen Erhöhungen machen möchte, ist das sicher gemeinsam mit dem Weiß bzw. mit den Reflexionsfarben von der Umgebung eine gute Möglichkeit, einmal Reflexionen und Höhungen draufzusetzen aufs Wasser. Ja, das ist ein schönes Jeansblau. Bei Blau bin ich immer sehr vorsichtig, weil das ist noch haftet noch besser als das Rot. Aber das ist so. Handschuhe oder Mikrofasertuch. Gut. Aber dafür ist es sehr satt von der Farbintensität. Das ist ein schönes Blau. Im Gegensatz zu den anderen, die ich ausprobiert habe, sie sind weicher, aber nicht so weich, dass ich das Gefühl habe, jetzt zerbröseln sie mal unter den Fingern. So, das nicht. So massiv sind sie. Aber der Farbauftrag vom Stick am Papier ist sehr samtig, sehr weich. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass das hart wäre. Hui. Schön. Jetzt wird es dunkel. Da ist der erste Unterschied. Ihr hört es vielleicht. Da habt ihr vielleicht den Unterschied schon gehört. Das ist jetzt ein bisschen härter. Und der Unterschied, man sieht es auch, da kann man richtig harte Striche machen. Ja. Das ist aber der erste Stick, bei dem ich das Gefühl habe, da habe ich ein bisschen eine härtere Kreide in der Hand. Man sieht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es alles ist, jetzt zu sehen, da sieht man leicht noch die Striche, die ich gemacht habe. Also das ist die erste Farbe, wo ich sage, die unterscheidet sich merkbar von den anderen, von der Härte. Aber vielleicht ist das bei den dunkleren Farben so, das werden wir jetzt gleich sehen. Haben wir jetzt auch wieder so ein. Auch bei der, man hört es auch wieder. Auch ein bisschen härter. Prinzipiell stört mich nicht. Also wenn ich da was habe, wo ich weiß, okay, das ist nicht sowas für den Untergrund oder ich habe etwas, wo ich harte Kanten machen kann, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber interessant nur, welche Farben davon daran beteiligt sind. Also da bei diesen Blautönen merkbar. Und da war jetzt ein schönes, ich sage mal Indigo. Auch bei dem, oh, das ist eine schöne Farbe, schaut euch das an. Ist das schön. Sehr schön. Also von der Farbintensität und der Leuchtkraft sind die Farben sicher phänomenal gut. Ja? Also da hat man wirklich eine leuchtende Farbe. Interessant ist jetzt nur, wie kann ich, oder beziehungsweise wie schaut es aus, wenn ich mit einer hellen Farbe jetzt drüber gehe? Das können wir jetzt da gleich probieren. Nehmen wir mal gleich das Hellblau und schauen wir mal, wie das drüber. Geht sehr gut. Nächste interessante Sache, abmischen. Kann ich jetzt das, wie ich sage, ich überlagere. Und hält den Ton auf. Geht ohne Probleme. Machen wir das bei dem dunkleren auch noch. Ich sage, okay, ich möchte den Ton jetzt heller haben. Lässt sich ohne Probleme mischen. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass, weiß Gott, wie, außer auf meinen Finger, dass sich der Staub jetzt irgendwie auflöst. Wobei da sehe ich schon, da haftet er nicht so gut. Aber das kann man dann abbröseln. Das funktioniert eigentlich recht fein. Also ich bin eigentlich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann ausschaut im Gebrauch. Wobei ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mit Handschuhen arbeiten werde, weil das ist mir zu. Die Gefahr ist nämlich, wenn ich so mit den Fingern arbeite, dann greift das Papier dann doch unweigerlich irgendwo an. Dann hat man überall diese Tapser. Aber da können wir gleich noch eine zweite Sache probieren. Oder mal schauen, ich habe das sicher irgendwo. Ja.
die Abhebbarkeit. Zum einen mit dem Knetradierer. Und das ist ein spezieller Radierer, der sehr, sehr gut Pastellkreide und Kohle radiert. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Wie der heißt, schreibe ich euch dann in der Beschreibung unten hin. Da gibt es nämlich zwei verschiedene. Jetzt schauen wir mal, wie sich das auf dem Papier verhält, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt einen Teil abheben. Ja, das ein bisschen abbröseln da, also Mieskübel, Moment. Jo. Tupfen wir so ein bisschen weg, die Bröseln. Nochmal, da sieht es da oben auch besser, wenn ich das irgendwie so hinkriege. Ja. Schauen wir mal, wie das da ist. Ich möchte jetzt da einen Streifen reinmachen. Ist auch immer die Frage, wie das Papier das aushält. Ich kann es noch nicht beurteilen. Aber dass der bröselt, ist normal. Also die Radiergummis, die das können, die haben eine sehr große Bröselwirkung. Aber man sieht auf dem Papier, das hält das aus. Man kann was abheben, man kann was wegnehmen. Ich spüre nicht, dass das Papier sich jetzt verändert hat, es ist genauso rau wie vorher. Das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel meine Tapser, die ich da drauf gemacht habe, wegnehmen möchte, geht. Da ist noch ein Tapser. Wird wieder schön sauber. Vielleicht sogar sauberer als vorher. Schauen wir das noch mit dem Knetradierer an. Ich werde jetzt nur das Rot, das ich da drauf habe, ein bisschen reinkneten. Und dann können wir mal schauen, wie sich der verhält, wenn ich da jetzt was wegheben möchte. Man kann ja mit einem Knetradierer, und das vergessen viele, das ist kein Radierer so wie dieser hier, dass ich jetzt einfach was wegnehme. Ich verwende das meistens, wenn ich irgendwelche Tapser drauf habe, die ich wegnehmen möchte, oder wenn ich die Kanten schärfen möchte. Das heißt, ich habe da zum Beispiel eine verschwommene Kante, ich möchte die grad ziehen, mache ich das mit sowas. Wenn das Papier glatter ist, geht es mit dem besser. Mit dem kann ich aber die Intensität abheben. Das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel sage, okay, ich möchte das Blau ein bisschen aufhellen. Kann ich ein bisschen was wegnehmen. Dass es nicht ganz weggeht, ist normal, aber es wird heller. Das heißt, ich habe die Dichte am Papier und die Sättigung am Papier kann ich ein bisschen vermindern. Also das funktioniert schon ganz gut. Und jetzt schauen wir noch, das ist der Härtefall, bei dem ganz dunklen, wenn ich das weghebe, ob ich die Farbe vom Papier drunter auch wieder zum Vorschein bringe. Jo. Nicht komplett, aber man sieht, er nimmt zu einem Großteil, zumindest so viel Pigment weg, dass ich mit einer anderen Farbe wieder drüber gehen kann. Jetzt werde ich das noch kurz in den Mistkübel schmeißen, da diesen Mist. Und wenn ich jetzt mit einer anderen Farbe, immer rosa, drüber gehen möchte, habe ich kein Problem. Also ich kann. So. Also wir haben jetzt die zwei Sachen. Wir haben den Radierer versucht. Es gibt ja zwei. Ist es, der eine ist der Karamell und das andere ist der, ich glaube Milan heißt der, aber das, wie gesagt, ich schreibe es noch dazu. Aber der Test auf jeden Fall gelungen. Man kann es abheben auf dem Papier. Das Papier ist soweit unbeschädigt, dass auf jeden Fall noch eine andere Farbschicht drüber geht. Und wenn ich jetzt da drüber noch zum Beispiel mit noch einer Farbe gehe, habe ich da überhaupt kein Problem, die zu mischen. Also es funktioniert eigentlich wirklich gut. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht habe, was ich jetzt aber auch gleich probieren werde, Papierwischer. Schauen wir mal, wie sie sich verhalten, weil ich wische gerne. Und Papierwischer, und das Papier, ich kenne es nicht. Schauen wir mal, wie das geht. Nehmen wir mal da so ein schönes Rot. Mal schauen, wie ich da hergehe. So. Nehmen wir mal so ein schönes Rot. Womit wollen wir es mischen? Nehmen wir mal das Orange.
Zeit. Probieren wir mal. Na, das geht einwandfrei. Und ich habe einen wunderschönen Farbübergang von dunkelrot in das Orange. Das schaut wirklich sehr gut aus. Ja, Papierwischer nehmen die Farbe auch auf. Stört aber in dem Fall gar nicht. Ich kann das schön verwischen. Das heißt, ich denke da eher so dran, wenn man jetzt so Blätter hat von Blüten oder dergleichen, dann kann ich die Übergänge von den dunklen Passagen im Blatt auch zu den hellen sehr schön machen. Also das ist, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Was ich jetzt auch mal mache, ich tue es mit dem Mikrofasertuch ein bisschen abwischen, dann ist da nicht mehr so viel drauf. Interessant ist jetzt für mich Haare. Weil Tierhaare sind für mich schon essentiell wichtig. Das heißt, ich nehme jetzt einmal eine Farbe, die wir jetzt noch nicht ausprobiert haben, nämlich, was nehmen wir denn da? Da ist ein schönes Dunkelbraun. Ein schönes dunkles Braun. Da machen wir jetzt einmal auch hier auffällig härter als die hellen Farben. Das heißt, in Summe kann man sagen, die helleren Farben sind ein bisschen weicher im Auftrag als die dunkleren. Das haben wir beim dunklen Bau gemerkt, das auch beim dunklen Braun. Was aber nicht stört. Ich finde das eher angenehmer. So, jetzt können wir da einen schönen Untergrund machen. Und jetzt machen wir dann mit einem helleren Ton Haare. Ich würde mal sagen, das geht wirklich gut. Ja, so fein wie mit einem Stift wird es nicht, aber das stört nicht. Ich kann zumindest einen Untergrund machen, der haarähnlich ist. Aber wie gesagt, das werden wir alle sehen, wenn ich dann die Zeichnung mache, wie sich das dann anfühlt. Ich werde vielleicht ein bisschen eine andere Technik machen müssen, also nicht nur meine übliche. Aber das funktioniert einmal ganz gut. Dann probieren wir es einmal mit einem helleren Ton. Machen wir das gleich als Untergrund. So. Und da machen wir jetzt drüber. Was haben wir denn da für eine schöne Farbe? Machen wir. Helleres. Na, geht doch. Wie schön kann man das? Dieses Körnlige ein bisschen abdämpfen und dann wird das auch eine schöne Sache. Na bitte. Funktioniert ja wunderbar. Sehr schön. Tut mir leid, dass ich die Schärfe jetzt von der einen Kamera erst jetzt scharf gestellt habe, aber ich glaube, das funktioniert soweit wirklich gut. Gut, das heißt, verwischen mit dem Papierwischer, kein Problem, Finger sowieso kein Problem, Papierwischer kein Problem, abheben mit Radierer kein Problem, abdämpfen mit dem Knetgradiergummi auch kein Problem. Radieren und wischen, das Papier wird nicht beschädigt. Es ist ein bisschen rauer, was nicht stört. Und ich bin irrsinnig schon gespannt, wie das dann ausschaut, wenn man eine Zeichnung macht. Also ich bin eigentlich bis jetzt wirklich schwer begeistert. Das ist ein schönes, schaut mal das an. Das ist eine schöne Sache. Nehmen wir dann dunkel drüber, wenn wir das auch haben. Ja, so sieht es jetzt besser aus. Hoffe ich. Ja, so. Es geht auch ganz dünn. Also. Das Ganze, was jetzt da so ein bisschen gekrisselt ist. Wunderbar. Gut.
ich muss sagen, herzlichen Dank an Sennelier. Das sind ganz, ganz tolle Farben. Und ich freue mich wirklich schon auf die Zeichnung. Wie gesagt, ich muss jetzt noch düfteln, was für Motive ich mir aussuche dafür. Wird auf jeden Fall in die Tierwelt gehen. Was es genau ist, kann ich euch noch nicht sagen. Aber seid mal gespannt drauf. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich dann euch das Resultat dann präsentieren kann. Und dann kann ich euch nämlich über die Verarbeitung noch mehr sagen, weil wenn man es nämlich in der Praxis dann angewendet hat, ist es einmal wieder eine ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal hoffe ich, dass ich euch das dann präsentieren kann. Ansonsten seht ihr von mir dann noch dazwischen wahrscheinlich die Ölpastelle, weil die Bilder dauern bei mir ein bisschen länger, weil ich bin da sehr genau. Und bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes neues Jahr. Viel Erfolg beim Zeichnen und dass ihr mir auch hier und da wieder einen Daumen hoch gibt, dann freue ich mich noch mehr. Also das war einmal die Softpastell-Serie, die ich da bekommen habe von Sennelier. Herzlichen Dank dafür nochmal und ich freue mich schon drauf, mit denen zu arbeiten und euch vielleicht ein neues Produkt vorzustellen, das eure Kreativität ein bisschen weiter vorbringt. Aber wie gesagt, diese Sachen, die sprechen einmal schon für sich und auch die Verwischbarkeit, wirklich eine feine Sache. Ich wünsche euch alles, alles Gutes. Habt viel Spaß beim Zeichnen. Macht schöne Bilder. Schaut, dass was weiterbringt. Ich sage nochmal herzlichen Dank an Sennelier für diese tollen Kreiden und die Möglichkeit, dass ich mit denen arbeiten darf. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Servus!